Ja, guckt mal, das ist ja leicht verdientes Geld. Guck mal, hier liegen 8000 Dollar, keine Ahnung, 8000 liegen hier quasi auf der Straße rum und die müssen wir nur zu einem Krankenhaus bringen. Das machen wir mal so ganz nebenbei. Willkommen zurück zu Stormworks. Wo ist meine Lampentasche? Da. Machen wir natürlich mit unserem Auto hier hin. Und danach baue ich ein U-Boot. Das sage ich schon seit 3 Folgen, glaube ich, ne? Danach baue ich ein U-Boot. Aber diesmal wirklich. Mach mal aus. So, ein Boot. Nee, Quatsch, nee, kein Boot, sondern mein Auto. So, einmal laden bitte. Wollte ich da noch irgendwas einbauen? Bestimmt. Aber jetzt fahren wir erstmal. So, warte mal, wir müssen auf der Straße lang und dann nach links und dann immer auf der Straße. Alles klar, kriegen wir hin. Das ist ja furchtbar finster hier drin. Können wir bitte erstmal Licht an? Ich sehe gar nichts. Können wir erstmal das Licht anmachen? Naja, das war jetzt auch nicht so pralle. Hier, Key-Button. Ah, da haben wir Licht. So. Jetzt gehen wir hier ein bisschen Kupplung und ein bisschen Gas. Und dann sagen wir mal. So, und dann fährt er auch. Das war etwas übertrieben. So. Wo müssen wir lang? Was habe ich gesagt? Links um die Ecke. Und dann müssen wir die. Legt mal die Taschenlampe weg. Dann müssen wir die irgendwie retten. So, was fahre ich im Moment? Hier 30. Ja, ich bin heute ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja Schneesturm, wie man sieht, ne? Habe ich Platz für 4 Leute? 3. Ja, ich habe Platz für 4 Leute. Jetzt überlege ich gerade, bin ich hier richtig? Ich hoffe ja. Ja, hier kommt die Bahnschranke. Ich guck mal nach. Wir fahren nicht nach rechts ab jetzt, sondern wir fahren hier genau nach rechts. Nein, nach links meine ich. Nach links geht's in die über die Brücke. Wir fahren aber genau. Wir fahren immer schön hier lang. Und jetzt müsste dann da. Gucke gerade mal. Ja. Naja, stimmt alles. Ist alles noch im Rahmen. Ja, hier ist die zweite Abzweigung. Ja. So, was soll mich da erwarten? Da soll mich erwarten ein Feuer. Okay, müsste ich ja dann von weitem sehen. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon, oder? Ich sehe jetzt schon, die Rettung naht. Ich habe ein bisschen offline an dem Boot rumgetüftelt, bin aber zu keinem. Wo ist das Feuer? Da. Bin aber zu keinem großen Erfolgserlebnis gekommen. Ich zeige euch das vielleicht mal. Ich habe versucht, ein Radar einzubauen. Ich dachte, das wäre ganz einfach. Ich baue eine Radarschüssel und schließe einen Monitor an. Weit gefehlt. Da muss man fast. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, mit dem Skript arbeiten und hast du nicht alles gesehen. Anhalten. Da hat er mal ganz kurz gerührt. So, wir steigen aus. Holen uns. Holen uns einen Feuerlöscher. Und löschen das ganze Ungemach da hinten mal. Was haben die denn hier getrieben? Vielleicht sollte ich das Licht ausmachen. Stichwort Batterie, ne? Aber naja. Oh Gott, haben die hier geaast. Haben die hier geaast. Also Radar ist nicht so einfach. Und eine zweite Pumpe. Okay, das gab schon mal 3000 fürs Feuer. Wie cool ist das denn bitte? Moment mal, wo sind denn die anderen Verletzten? Ach da. Komm, wir holen erstmal. Ne, wir bringen die erstmal hier. Komm mal mit. Komm mal mit, mein Gutes da. Wir bringen euch erstmal hier zum Scheinwerfer. So. Ich werde blind. Alles klar. Liegen bleiben, werte Dame. Ich habe ihr nicht unter den Rock geguckt. Ihr seid Zeuge. Ja. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Radar ist nicht so einfach zu machen. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Und eine stärkere Pumpe, um die Kühlung rauf zu pushen. Naja, so gut hat das auch nicht geklappt.
muss man sagen, das war auch so ein bisschen, aber ich habe eine stärkere Pumpe, ich habe verschiedene Varianten verwendet, um mit mehr Wasser zu kühlen oder mit anderen Sachen zu kühlen. Lange Rede, kurzer Sinn, wesentlich stärkere Kühlleistung ist da bei mir auch nicht drum rumgekommen. Und insofern dachte ich mir, das ist jetzt nicht unbedingt wert, euch das zu zeigen. Aber ich habe was ganz anderes vor. Ich habe wirklich vor, ein U-Boot zu bauen. Komm mal mit, mein Freund. Ich habe wirklich vor, ein U-Boot zu bauen. Zumindest erstmal rudimentär Ballasttanks auszuprobieren. Einfach nur mal so zum Testen. Ein paar Spielereien machen in dem Game. Ich denke mal, das ist okay. Aber hier, das hat sich jetzt gerade so super angeboten. Dieser Quest hier. Dass ich den mal ganz kurz mache. So, was müssen wir die? Wir müssen erstmal die defibrillieren. Hier, mach doch mal. Hier. Nee. Warum geht das nicht? Ich will die defibrillieren. Deceased. Die sind tot. Die sind tot. Wie soll ich die denn? Ja gut, ich kann sie ja trotzdem ins Krankenhaus bringen. Da ist nichts mehr zu defibrillieren. Die sind deceased. Was mache ich da jetzt? Die sind deceased. Da hilft auch kein... Nee, die sind... Interessant. Ich hatte vorhin so eine Meldung gekriegt, Charakter, die, obwohl das ein relativ neuer Auftrag ist. Naja, immerhin. Komm mal mit, mein Freund. Du setzt dich mal auf den Beifahrersitz. Maiken jetzt mit denen. Kriegt da trotzdem Geld für? Werden wir sehen. Hier, Rainer. Nee, geht nicht. Okay, kannst du aber hinten auf die Ladefläche. Vielleicht kriege ich ja trotzdem Geld dafür, wer weiß das schon. Schwupps. Sah jetzt nicht gesund aus, aber wie gesagt. Können die auch nicht hier tot rumliegen lassen. Schwupps. Da ist er. Kann ich kaum sehen, so schneeblind ist man. Gut, dann wird es wahrscheinlich nur 5.000 geben, aber trotzdem, 5.000 ist immer noch eine irrsinnige Summe dafür, dass wir hier nochmal ganz kurz um die Ecke fahren mussten. So, geht doch. Uah! Okay, jetzt sind wir einmal hier halb drumherum gefahren. Moment, wir müssen einmal kurz. Hui! Ah, nein, 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 Vorsicht, nicht dagegen. Nein, nein. Die Motoren drehen durch. So ist gut. So ist besser. Jetzt waren wir auch nur 86, ganz cool. Der benimmt sich aber ganz komisch. Alles gut. So. Dann fahren wir 91, jawohl. So, fahren wir jetzt immer noch 91? Nee, 78, das ist okay. Dieses manuelle Einstellen von der Gasmischung und der Kupplung ist immer noch so eine Sache, ne? Vorsicht. Aber es funktioniert halt noch. Was ist das da hinten? Ach, das ist schon meine Butze. Guck mal. Easy going. So, wollen wir mal sehen, ob wir für die Verstorbenen auch Geld kriegen? Habe den Verdacht, nein, weil sie sind ja tot. Wer soll mich da bezahlen, die Hinterbliebenen? So. Also, junger Mann, Sie bleiben mal ganz kurz da drinnen sitzen.
Aha. Naja. Die werden schon irgendwo vor sich hin kompostieren, ne? Habe ich ihn jetzt da? Da. Die werden schon irgendwo vor sich hin kompostieren. Ich fürchte, ich habe sie verloren. So, was haben wir da? 2000. Mission ended. All unaccounted of survivors are believed to have died. Yes, 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 yes. Okay. Naja, egal. Wir gucken mal kurz auf die 64.000 und das Fahrzeug. Ich glaube, ich nähere mich langsam den 70.000. Dieses Boot da holen wir jetzt gerade nicht. Das ist mir relativ wumpe gerade. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. So, machen die Bremse los. Stellen das hier mal ein bisschen auf. Halla, 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 die Waldfee. So, und... So, ab nach Hause. Warum fahre ich nicht? Ach so, weil... Moment. Weil ich an dem blöden Mast stehe. Habe ich natürlich hier keinen Rückwärtsgang. Wie kriegt denn die Kiste jetzt... Kriegt denn die Kiste jetzt hier weg? Nein. Ich habe ja keinen Rückwärtsgang, oder? Habe ich einen Rückwärtsgang? Ich glaube nicht. Habe ich einen Rückwärtsgang? Da ist irgendwas. Kann sein, dass das ein Rückwärtsgang ist. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich einen eingebaut? Naja, ist natürlich nicht. Warte mal. Vielleicht kann ich ihn... Ach, ich kann schieben. Guck mal. So. Ich schlag mal ganz kurz nach rechts ein. So. Schlag mal nach da ein. Und sag mal so. Und sag mal so. Na bitte, geht doch. Man muss nur wollen. Hat keinen Rückwärtsgang in seinem Auto. Es ist unglaublich. So, also, ich will jetzt ein U-Boot bauen. Und das Erste, was ich da... Ich werde ein paar Sachen ausprobieren. Erstens habe ich gefunden Kameras und Monitore. Und ich glaube, damit kann ich quasi bei dem U-Boot mehr oder weniger... sagen wir mal, ein geschlossenes Cockpit bauen und kann mich dann nur auf Kameras verlassen, glaube ich, dass das funktionieren würde. Naja, ich weiß ja, überdreht, ich weiß es ja. So, einlagern. Jawohl, hat geklappt. Aus. So, jetzt können wir nochmal gucken. Speichern. Save, my save, das ist nicht my save, das ist natürlich U-Boot. Ja. So, ich habe jetzt U-Boot gespeichert, load, da müsste jetzt U-Boot sein, ja genau. So, lass mal gucken, wie viel Kohle habe ich jetzt noch. 73.000, ich bin mittelmäßig begeistert. Dann gehen wir jetzt mal zurück hier zum Bootshaus und da werden wir jetzt ein U-Boot bauen. Und da bin ich mittelmäßig... Spannend, wie ich das wohl machen werde. Ein U-Boot. Wir brauchen ein neues. Nein, wir wollen ein neues bauen. New Vehicle. Yes, ich will ein neues bauen. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, für ein U-Boot, da brauchen wir natürlich eine X-Symmetrie und eine... Wie kann man jetzt nicht beide Symmetrien machen? Ist doch erbärmlich. Wieso kann ich nicht beide Symmetrien auf einmal machen? Show, Hide, Move, Widget. Nee. Man kann echt nur eine Symmetrie gleichzeitig machen. Okay, schade. Schade. Okay. Wir brauchen ein U-Bötchen. Und zwar machen wir mal Folgendes. Pup, 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 pup. Da muss ja ein bisschen was reinpassen. Also da muss ja ein bisschen was an Volumen rein.
Manager. Warte mal, wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wollen wir es noch ein bisschen? Ja, komm, hier. So, und jetzt zack. Na, na. So. Zack. Und hier ein bisschen länger. So. Zack. So. Ja. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, wie wir dieses U-Boot bauen sollen, aber das wird sicherlich auf jeden Fall eine coole Sache werden. Ja, warte mal, das machen wir mal rückgängig. Es muss ja ein geschlossenes System sein, per Definition. So. Es muss ja ein geschlossenes U-Boot sein. Ich weiß nicht, ob wir es nicht allzu groß machen wollen. Ich bin mir nicht sicher. So. Es fällt mir gerade ein, wie kriegt denn so ein U-Boot Luft? Versteht ihr, wir haben ja gar keinen. Ach, da kümmere ich mich später drum. Da muss halt eine elektrische Engine. Gibt's sowas? Nein, hier hin, hier ran, komm. Ja. So. Ja, muss natürlich eine elektrische Engine sein, ne? Also, ich brauche erstmal die stinknormalen Blöcke. Und zwar brauchen wir keine inverse Pyramide, wir brauchen eine Wedge. Und eine Slope. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Haben wir. Reicht uns das? Ja, das reicht uns erstmal. Eventuell brauchen wir auch eine Pyramide. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir dann mal gucken. Und, was ist denn das hier? Inverse Pyramide. Naja, das brauchen wir nicht. Ich bin echt gespannt, ob das was gibt. Erstmal, wir fangen erstmal damit an, dass wir einen geschlossenen Rumpf bauen. Ich weiß nicht, ob das. Zip, ja, da haben wir rausgebaut. Das heißt, so, das ist viel zu viel Auftrieb, das Ding, oder? Ja, es hat viel zu viel Auftrieb. So, lass mal gucken. Nein, wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Mauspfeil? Das ist mein Mauspfeil. Ich sehe meinen Mauspfeil nicht. Das ist mein Pro. Ach, da unten, okay. Jetzt hätte ich gern hier runtergezogen, aber das funktioniert natürlich nicht. So. Das wird ein ganz tolles U-Boot. Das wird ein ganz merkwürdiges U-Boot vor allem. Kann man das da nicht nach rechts ziehen? Das hätte ich jetzt gefeiert, wenn das gehen würde. Aber gut, das wird bei mir ein bisschen länger dauern, das seid ihr gewohnt, glaube ich, oder? So. So, muss ich das jetzt echt per Hand machen hier? Wahrscheinlich, ne? Schön ist nicht, aber selten. Das ist viel zu. Na, wobei, ich kann ja die inneren. Ich kann ja hier eine Wende reinziehen und dann können das äußere die Ballasttanks sein. Ja, ja, so machen wir das. Ich muss aber auch wieder sagen hier, warum baut der Mann gleich hier groß, groß? Das muss ja eigentlich nicht sein, aber ich mach's jetzt trotzdem, ne? So. Ich hätte jetzt gedacht, das geht vielleicht. Es geht vielleicht einfacher, dass man das hier quasi. Aber gut. Jetzt haben wir es so. Und dann hätte ich es gerne kopiert und umgedreht. Ob das geht? Stimmt. Ein U-Boot. Und da muss ich ja dann wohl. Da werde ich dann. Hoppala, halt, das wollte ich nicht.
bestimmt schneller als das, was ich hier mache. Garantiert gibt es da eine Taste. Garantiert gibt es hier eine Taste, womit man quasi in die andere Richtung gehen kann. Aber fragt mich bitte nicht wie, deswegen, naja. Ja. Ja, ich glaube, ich baue dann die Ballasttanks, die mache ich in die inneren, also in die, dann baue ich hier so an der Seite. Ja, so machen wir das. Ich glaube, das ist eine ganz witzige Idee. Ich weiß nicht, ob das was wird. Das kann auch sein, dass das komplett daneben geht, aber ihr wollt ja sicherlich, gerade das wollt ihr ja sehen, ne? So. Ich baue das einfachste U-Boot vom Einfachen. Ja, ich gebe mir bei der Hülle nicht so viel Mühe. Bei dem Boot. Aber... So. Und da. Und da. Jetzt bauen wir hier ran. Und zwar... Machen wir das hier noch fertig. So. So, und jetzt bauen wir das Ding runter. Das wird quasi die Nautilus. Was für eine blöde Idee. Nein, das wird eine ganz tolle Idee. So, was haltet ihr davon? Ja, ganz toll, Flecken. Ein U-Boot, das wird niemals tauchen. Doch, doch. Vertraut mir. Nie im Leben vertrauen wir dir. So. Na komm. So. Das wird die Nautilus. Die Nautilus. Ja, hat definitiv was Hässliches, Schlimmes. So, das ist der Grundkörper. Einverstanden? Ja. Nein, sind wir nicht. Lasst mal kurz überlegen, wie wir das hier vorne machen. Hier vorne wäre natürlich so eine Sache, ne? Also wir könnten natürlich hier... Wartet, Moment. Könnten natürlich hier... Wie konnte man denn da... Warte mal, irgendwie konnte man da so... Und jetzt können wir hier diese Pyramide da einbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Pyramide ist. Ich bräuchte so eine Ecke, bräuchte ich, ne? So eine Ecke. Jetzt fängt er schon wieder an, hier merkwürdig zu bauen. Warte mal, hatten wir da nicht noch so eine merkwürdigen Ecken hier drinne? So eine, hier sowas hier, sowas hier, kleine Pyramide, jawohl, so. Wartet. So. Weiß nicht, ob das funktioniert, was ich mir jetzt denke hier. So. Könnte gehen, oder? So. So. Und so. Ja. Ja.
Ja, ich glaube, das könnte in der Tat fast funktionieren. So, jetzt machen wir es hier zu. Naja, sieht aus wie ein U-Boot. Machen wir uns nichts vor. Zumindest sieht es nicht total verkrüppelt aus am Bug, ne? Das da müssen wir noch wegmachen, das sieht komisch aus. Jetzt mal kurz gucken hier. Muss mal kurz hier näher ranzoomen. Nee, nicht irritieren lassen, bitte. Nee, so nicht. Nee. Nee, halt. Wie machen wir denn das? Warte mal, das können wir einfach hier auch so runterziehen. Das ist ja nicht so wild, ne? Hier, das ziehen wir einfach mal so runter. Jetzt will ich sagte runter. Ja, das sieht definitiv wie ein U-Boot aus. Von vorne. Auf zu lachen. Jawohl. Ich sagte eigentlich jawohl, aber gut, es hat nicht geklappt. Nee. Das ist noch nicht das, was ich will. Ich sehe aber auch leider nicht, wo ich hier genau ansetzen muss. Ja, da so war schon irgendwie richtig. Warte mal, hier oben. Da muss ich ansetzen. Ja, wartet. Ja, rüber da. Zack. Zack. Na bitte. Zack. Bisschen runter. So. Dürfen wir nur unten vergessen, nicht zuzumachen. Das Ding muss ja wasserdicht sein. Die Nautilus. Nennen wir es die Nautilus oder nennen wir es die bleierne Ente? Jetzt habe ich es irgendwo angebracht, wo ich es nicht anbringen wollte. So. Und so. Jetzt können wir im Prinzip hier innen zumachen, oder? Ja. So, ist das jetzt Sinn? Ja, das ist sinnvoll. So, jetzt machen wir da noch was hin. So, wie gesagt, wir machen erstmal klein, klein und dann schauen wir mal, wie die Sache wuppt. Jetzt müssen wir natürlich noch hier in die Lücken was reinsetzen, sonst kriegen wir denn das da rein? Moment, Moment, ich habe eine Idee. Erase. Na. So, jetzt packen wir da die rein. So, so. So, ich würde sagen, es ist dicht. Da sieht es ein bisschen komisch aus. Da müssen wir noch mal ran. Also hier, nee, ich dachte, Erase, hier. Warum hat er es denn da? Warte mal, Erase, nochmal, na, komm schon, zack, 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 so, jetzt nehmen wir das da noch weg, jetzt brauchen wir da, glaube ich, so eine, ich glaube, so eine Pyramide brauchen wir, kann das sein? Oder so eine? Nee, was brauchen wir denn da? Sowas hier, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir da genau brauchen. Auf jeden Fall stimmt da irgendwas noch nicht. Ich dachte schon, dass es so eine Pyramide wäre. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Nee.
sowas gibt's nicht, was da in die, was in die Lücke da passt. Wie machen wir denn das da? Das sieht doch blöd aus. Warte mal. Ich nehme das mal weg hier. So. Baue ich da mal eine inverse Pyramide. Ich dachte schon, dass wir da eine Pyramide brauchen. So, pass auf. Sieht nicht ganz so pralle aus, aber mein Gott. Wir wollen ja. Muss ja erstmal nur. So. Ja, das ist okay, das reicht. Wichtig ist, dass es dicht ist. Da muss ich das leider nochmal machen. Ich glaube, warum habe ich eigentlich die Pyramide, wo ist eigentlich die Dings hin? Die Symmetrieebene. Warum ist die weg? Warte mal, da war es. So. Und so. So. Das sieht total sinnvoll aus. Und jetzt kommt das, was jetzt werdet ihr mich schlagen. Pass auf, jetzt machen wir das. So. Sieht total gut aus. So, muss ja dicht sein, ne? Muss ja dicht sein. Ach, warte mal. Mach doch mal die Symmetrieebene an, mein Freund. So, wie sieht es jetzt aus hier? Fehlt hier noch was? Ja, da noch und. Ne, da nicht. So, und jetzt hier noch die Dinger und dann haben wir das U-Boot dicht. Der Rumpf ist dann dicht. Es wird im Moment noch schwimmen wie ein Korken. Aber das ist okay. Zack. Zack, 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 zack. So, das U-Boot ist fertig. Sieht definitiv aus wie ein U-Boot, würde ich sagen. So, erstes Ding, wir speichern das Ding, nennen es das U-Boot. Warum schreibe ich ein Groß? Weil nicht U, auch nicht I, sondern U-Boot. Dass es auch ein E-Boot ist, das ist eine ganz andere Frage hier. Spawn mal. Es schwimmt! Bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Ist ja auch nichts weiter als ein Korken, quasi. So, das hier muss noch weg. So. Feini. Feini, fein. Mal, können wir den Symmetrie bitte mal, die Symmetrieebene mal bitte killen? Danke. So, die erste Sache, die jetzt passiert ist, ich gehe da rein, Gluck, nehmen wir das da weg, das brauchen wir nicht. Was habe ich denn da jetzt? Da hinten habe ich jetzt gerade was rausgerupft, das ist natürlich extrem blöd. So, und das erste, was wir machen, ist, ich versuche so eine Art Schwimmkörper zu machen, dass das Ding quasi, ja, wie soll man es ausdrücken, kontrolliert untergehen kann. So, und zwar würde ich sagen, wir, wie machen wir das? Wir machen natürlich wieder eine Symmetrieebene an. Ich würde sagen, wir ziehen hier eine Wand, also hier so zwei Wände, die Schwimmkörper darstellen sollen. Eigentlich müsste man jetzt berechnen, wie viel Auftrieb braucht die Kiste, ne? Aber auf so eine Feinheiten pfeifen wir jetzt. Es ist eine tolle Idee. Versteht ungefähr, was ich meine, hoffentlich, ja? Super. Moment, hab's gleich. Also diese Pinöpel stören mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese, nee, da nicht. Diese inneren, diese, die da, ja.
So, ist das jetzt dicht? Keine Ahnung, ob das dicht ist. Das werden wir sehen, wenn wir da Wasser reinlassen. So, ist da unten? Da unten ist dicht. So, jetzt gehen wir da hin. So, jetzt hier. Moment. Aha. So ein bisschen schwierig so zu bauen. So, ist es jetzt. Nee, ist natürlich immer noch nicht dicht. Na. So, jetzt ist, glaube ich, da dicht. Jetzt müssen wir mal hinten gucken, ob hier noch hier dicht ist. Ich glaube, da ist auch dicht. Ja. Ich glaube, das ist oben und unten links und rechts dicht. So, das ist jetzt die. Das heißt, wir haben da zwei Kammern, die wir in irgendeiner Form, wenn wir wollen, fluten können. Ich sage nochmal speichern und sage nochmal hier U-Boot. Ja. Yes. Und dann sage ich nochmal Spawn, müsst ihr ja immer noch schwimmen. Ne? Ja, immer noch wie ein Korken. Fein. Boing. Hui. So, und jetzt kommt die erste Gruseligkeit. Jetzt bauen wir erstens auf dieses U-Boot natürlich eine Zugangsluke drauf. Hör auf damit. Eine Zugangsluke. Und die muss natürlich in die Mitte. Und zwar machen wir die mal hinten, mehr oder weniger. Ja. So. Flups. So, und da muss jetzt eine Luke. Dafür brauchen wir warte mal, eine Luke, Hatch. Ich glaube, eine Hatch brauchen wir. Hatch. Was brauchen wir denn für eine Hatch? Eine Hinge-Hatch. Eine Hinge-Stock-Hatch. Wo ist der Unterschied zwischen einer Hatch und einer Hinge? Wir wissen es nicht. So. Da brauchen wir noch eine Runde, ne? Da brauchen wir noch eine hier so. Zack, zack, zack. So. Ich würde mal sagen, das ist eine ordentliche Hatch. Und an die Hatch, da muss natürlich eine Leiter ran. Darf ich die mal kurz ausprobieren? Ich spawne das mal kurz. Hui! So. Open the Hatch. Ja. Dann kommt da quasi, da hinten, da kommt eine Leiter ran. Ja. Dann kann ich den Herr Kaloi mimen. Okay, so wird's gemacht. Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaloi. So, wir brauchen eine Ladder. Da. Es wird so toll, das U-Boot. Ich bin so begeistert. Was ist das hier? Komm, lass das. Was ist das so? Das ist natürlich blöd, weil. Ach, das ist nicht blöd, es wird schon gehen. So, erste Aktion. Wir probieren aus, ob wir da reinkommen. Boing. Ja, also runter kommen wir auf jeden Fall. Sind jetzt in unserem U-Boot. Und kommen da auch hoffentlich raus. Sehr gut. Hatch zu. Und ertrinken erstmal im Bassin hier. Das ist auch okay. So. So. Es benimmt sich komisch. Es muss jetzt noch einen Tauchversuch unternehmen. Und zwar, pass auf, jetzt kommt Folgendes. Erstmal, bevor wir überhaupt irgendetwas machen, nehmen wir Kameras. Kamera. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Medium-Kamera? Has Infrared-Mode as well as Variable Field of View. Infrarot? Ist ja unter Wasser der Hammer, oder nicht? Hat die aber auch. Wo ist denn der Unterschied zwischen dieser Kamera? Achso, die hätten nur ist eine normale Kamera. Und was ist das? Gimbal, die kann man. Eine Pivot-Kontrolle. Brauchen wir erstmal nicht. Was ist das? Stabilized Gimbal with Video. Nee, ich denke mal, die ist die richtige. Wir brauchen die hier. Tschupp. Ja, ist.
Die Frage, ne, wie wir die so, wie wir die sinnvoll einbauen. So, Moment. Gut, machst du das. So, da ist sie eigentlich blöd aufgehoben, weil eigentlich müsste sie ja in das Boot eingelassen werden, ne? Ja, und zwar machen wir dafür Folgendes. Erase. Und erase. Ich sagte erase. Warum kann ich die nicht erasen? Ach so, weil ich. So, erase. Hab's gleich. Ich hasse dich. Warte mal, da müssen wir so ranmupfen. So, Kamera 1 nach vorne. Jetzt brauchen wir natürlich noch zwei nach links und nach rechts. Und zwar nehmen wir da natürlich auch hier. Warte mal, dann nehmen wir natürlich hier Symmetrie bitte. Und dann sagen wir mal hier. Und dann sagen wir mal. So, und dann nehmen wir mal die Kamera, wenn ich sie finde. Da. Nun, komm schon. Werd mit diesen Dingern wahnsinnig. Da geht's dann nicht. Warum nicht? Wir sind da im Weg. Was ist da im Weg? Irgendwas ist da im Weg. So geht das, aber. Pass auf, dann machen wir das ganz genauso wie eben hier. Pass auf, dann setzen wir die halt so. Pass auf, da. Dann nehmen wir die halt weg hier. Pass auf. So. Und so. Ich hoffe, es ist dann dicht. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Kamera links, Kamera rechts, Kamera geradeaus. Ja. Boah, eigentlich noch eine nach hinten, ne? Ja, da pfeifen wir jetzt erstmal drauf. So. Und der Herr Kaloy, der ist jetzt hier drinne. Keine Ahnung, wo er gerade ist. Irgendwo ist der Herr Kaloy schon, aber ich frage mich nie wo. Moment mal, ich muss mal ganz kurz, hier stimmt irgendwas gerade mit der Kamera überhaupt gar nicht. So, da, jetzt bin ich rausgetappt. Das ist natürlich auch schlecht für euch. So, dann bin ich aber wieder drinne. So, jetzt aber. So, jetzt machen wir mal das aus hier. Gehen mal dahin. Ich dachte eigentlich, wir machen das aus. Und da ist ja vorne, ne? Das heißt, da brauchen wir jetzt einen Seed. Eigentlich brauchen wir jetzt überhaupt gar keinen Seed, aber Control Handle, Driver Seat, Helm, was für ein Helm? Pilotensitz. Wobei, eigentlich kann man einen Driver Seat nehmen. Komm, wenn man einen Driver Seat, einen Monitor habe ich sogar noch, glaube ich, ja. Und dann bauen wir da erstmal die. Eine Batterie brauchen wir natürlich auch noch, aber da kommen wir dann später zu. Monitor. Ja, kommen wir. Wenn schon, denn schon. Was haben wir? Batterie. Und ich habe so den Verdacht, da wir ein U-Boot bauen, brauchen wir schon eine große Batterie. Weil. Weil, ne? Okay. Das ist jetzt imposant. Wo bauen wir die denn hin, die Batterien? Die sind natürlich jetzt sehr, sehr groß, könnte man denken. Nein, nein, nein. Ich baue mal zwei hier rein.
Und guck mal, ob das. Da passe ich nie im Leben durch. Das ist ja mein Problem, ne? Da passe ich nie im Leben durch. So, und deswegen lassen wir die einfach mal. Jetzt wird natürlich das U-Boot extrem kopflastig sein. Was heißt kopflastig? Es wird jetzt natürlich. Oder wollen wir die an die Decke hängen? Das geht natürlich auch. Komm, warum nicht? Eins an die Decke. Warum sollen die nicht an der Decke hängen? Das ist, weil es sich dann auf den Rücken legt, mein Freund. Genau deswegen. Ja. Okay. Dann erstmal hier eine rein und hier eine rein. So, reicht jetzt erstmal so, ja? Das ist jetzt erstmal okay. Wahrscheinlich ist das total übertrieben. Und jetzt verbinden wir die erstmal miteinander. Ich will ja erstmal, will ich nur. Wie geht denn das? Ich bin verwirrt. Logik war doch richtig hier. So. Also, wir verbinden die beiden Batterien miteinander. So. So, jetzt hat das Ding Saft und jetzt packen wir da vorne so ein kleines Podest hin, wo dann der Captain drauf sitzt, respektive ich. So, und jetzt hauen wir hier mal ein paar Monitore dran. Und zwar, pass auf, hier, das ist eigentlich zu klein, ne? Wir brauchen eigentlich einen großen Monitor. Monitor. So, was haben wir denn hier? 3x3. 2x3, 3x3. 3x3 ist gut, oder? Ich weiß es nicht. Was liefern denn die Kamera für ein Bild? Das wäre so die Frage. So. So. Oder sagen ja, ne? So. So. Total. Knorke. Wobei ich die zwei Monitore da gerade falsch rum positioniert habe. Ja. Wo waren die jetzt hin? Schwupp, 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 schwupp. So. Ich würde sagen, so. Ist das jetzt richtig? Ich glaube ja. So, jetzt brauchen diese Monitore einen Live-Feed von den Kameras. Gibt es Solarzellen in dem Spiel? We don't know. So, jetzt brauchen wir von den Kameras zu den Monitoren ein Live-Feed. Also Infrarotmodus, Field of View. Warte mal, wo war das Video? Irgendwo war hier Videosignal. Da. Kamera-Feed. Vorne ist vorne. Links ist links. Rechts ist rechts. Nice. Nice. So. Was sagt ihr bis jetzt dazu? Wie seht ihr das? Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Wie dieses U-Boot vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert, das seht ihr beim. Oder soll ich euch noch? Wir wollen noch das Bild sehen. Ja, wir wollen noch. So viel Zeit muss noch sein. Wir wollen noch das Bild sehen. Nein. Nein, komm schon. Wir wollen noch das Bild sehen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir sagen, okay, wir bauen einen Key. Ein Key. Hier, sowas, ne? Key Button.
Mach mal den da hin. Ja, ja, komm, den mach mal hier, warte mal. Da. Und dieser Key-Button, der macht viele Dinge gleichzeitig. Und zwar macht der... Was ist das? Key-Button. Der Key-Button macht die Monitore an. Und macht natürlich auch die Kameras an. So. Und jetzt, was ich mich persönlich noch interessieren würde, wie schaltet man diese Kamera auf Infrarotmodus? Egal, wir probieren das erstmal aus. Juhu! Plautz! Soll ich da oben zumachen? Nein, dann kommt halt Wasser rein. So. Mein U-Boot! Brumm! Okay. Das ist natürlich idiotisch, wenn man vergisst, dieses Ding muss merkwürdigerweise, glaube ich, mit Strom versorgt werden. Kann das sein? Der Keybutton, ja. Hier. Aus irgendeinem Grund. So, jetzt spawn. Und boing. Give mir Kamera Live Feed. Ja! Das sieht toll aus! Ich würde sagen, das wuppt. Cool. Freunde, wie wir dieses U-Boot zum Tauchen oder Untergehen bringen, das seht ihr beim nächsten Mal. Was ist das für eine Kante? Die muss weg. Ach, das ist die Kamera. Okay. Das seht ihr beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn. Euer Mr. Fleck. Tschüssi.